Ich will darauf hinweisen, dass meine Vorsitzende gerade gesagt hat, meine Partei wird mit der CDU reden. Und wir reden nicht mit einzelnen CDU-Leuten, sondern die CDU-Landtagsfraktion hat eine Delegation nominiert. Und mit mir ist direkt geredet worden aus der CDU-Fraktion, dass das der Weg ist, in dem man miteinander ins Gespräch kommt. Und zwar über die möglichen 3, 4 oder 5 demokratischen Fraktionen hier im Thüringer Landtag, die Voraussetzungen zu schaffen, damit wir das, was ich die drohende Staatskrise nenne, möglichst schnell beenden können. Wir haben eine Situation, die die Mütter und Väter der Thüringer Verfassung unter allen Umständen vermeiden wollten, wo sie von Anfang an immer gesagt haben, der Wahlgang, der dritte Wahlgang muss so sein, dass es mit einem Ministerpräsidenten endet. Und dann haben wir uns den Luxus erlaubt, eine Woche lang über den dritten Wahlgang und über die Nein-Stimmen eine philosophische Auseinandersetzung zu führen, die am Ende dazu geführt hat, dass, ich zitiere, die AfD man eine Leimrute ausgelegt hat und Herr Kemmerich in die Falle gegangen sei. Das heißt, hier gibt es eine Partei und eine Fraktion im Thüringer Landtag, die an stabilen Verhältnissen kein Interesse hat. Es gibt eine Partei und eine Fraktion im Thüringer Landtag, die von dem gärenden, gärigen Haufen redet. Herr Höcke wird heute wieder zitiert, dass er jetzt noch mehr Hefe in die CDU-Gärbottich geworfen hat. Und das macht deutlich, es geht um eine Form von Demokratieverächtung, die man nicht weiter laufen lassen darf. Und ich bleibe dabei, es kommt jetzt auf die Stabilität des Freistaates Thüringen an. Deswegen hat meine Partei und Fraktion meinen Überlegungen Rechnung getragen und sagt, wir brauchen zuerst Stabilität. Wenn wir zu Neuwahlen kommen wollen, haben wir als Linke überhaupt keine Angst vor Neuwahlen. Aber es geht nicht um Neuwahlen. Es geht auch nicht darum, billigen parteipolitischen Profit aus einer chaotischen Situation zu ziehen, sondern jetzt zu sagen, staatsrechtlich brauchen wir eine Landesregierung, die handlungsfähig ist. Wir brauchen eine Landesregierung, die mit der Bundesregierung bestimmte Themen bearbeitet, aber die auch jetzt die wahlrechtlichen Voraussetzungen schafft, damit überhaupt gewählt werden kann. Wer jetzt einfach mit einem geschäftsführenden Ministerpräsident eine Landtagswahl vorbereitet und damit 70 Tage in Kauf nimmt, dass keine Landesregierung da ist, der und eine Wahl im Zweifelsfall vorbereiten lässt, die den Keim der Niederlage, nämlich der Nichtigkeit, schon in sich trägt, wenn man das laufen lässt, dann ist das staatspolitisch verantwortungslos. Und deswegen bin ich bereit und gewillt, über den Weg, den Frau Hennig-Welz so beschrieben hat, dass wir klare Vereinbarungen auch mit der CDU-Fraktion oder mit Teilen der CDU-Fraktion erreichen. Das bedeutet, es muss möglichst in der darauffolgenden Woche eine Wahl des Ministerpräsidenten geben. Dieser Wahl werde ich mich stellen. Und ich will auch deutlich sagen, ich habe durch vielerlei Gespräche, die ich seit dem Mittwoch geführt habe, das Gefühl, dass eine ganze Reihe von Abgeordneten im Thüringer Landtag, die nicht Rot-Rot-Grün angehören, auch emotional wissen, auf was es jetzt ankommt, nämlich eine handlungsfähige Landesregierung. Wenn ich vereidigt wäre, würde ich sofort mit CDU und wenn FDP es will, auch mit FDP die notwendigen Grundlagen schaffen, damit wir mit dieser Landesregierung die wahlrechtlichen Voraussetzungen schaffen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie auf einen Umstand hinweisen, der so gut wie nicht wahrgenommen wird. Am 22. Januar hat die FDP-Fraktion im Thüringer Landtag einen Antrag gestellt, das Paritätgesetz aufzuheben. Man mag sich über das Paritätgesetz streiten, man mag dazu eine Meinung haben, wie man will. Aber die Tücke ist, dieses Paritätgesetz haben wir mit Rot-Rot-Grün in der letzten Legislatur verabschiedet. Das Gesetz hat jetzt Gesetzeskraft. Dieses Gesetz ist beklagt von der CDU und der AfD. Das ist deren gutes Recht. Der Verfassungsgerichtshof möchte dazu im Frühjahr eine Verhandlung führen. Wenn jetzt eine Aufhebung im Raum steht, wird das Verfassungsgericht nicht keine Entscheidung treffen. Das bedeutet, in dieser Phase wird keine Partei in Thüringen eine rechtssichere Voraussetzung haben, wie sie eine Landtagswahl aufstellt, wie sie eine Landesliste aufstellt. Das heißt, die Nichtigkeit, wir reden nicht nur von einem Anfechtungsgrund, wir reden von einer Nichtigkeitsgrund. Das bedeutet 70 Tage Wahlkampf, möglicherweise 60 Tage hinterher oder 40 Tage hinterher Koalitionsbildung, bis wir dann zu einer Landesregierung kämen und dann der Antrag auf Nichtigkeit der Landtagswahl bedeutet, dass wir die nächsten 150 Tage keine Landesregierung haben, bedeutet, dass wir anschließend monatelang keine Landesregierung haben. Und damit sind wir in einer Situation, bei der wir in die gefährliche Ecke kommen, dass wir bis zum Ende des Jahres keine Haushaltsgrundlage haben und die kommunale Finanzlage in eine extreme Schieflage gerät.
Wir haben für dieses Jahr einen riesigen Millionenbetrag an Investitionen vorbereitet. Wir haben mit CDU und FDP bei den Landräten deutlich gemacht, wir wollen 500 Millionen Euro in Zukunft als Investitionskraft in die kommunale Finanzkraft investieren aus dem Landeshaushalt. Wenn das jetzt alles nicht auf den Weg kommt, dann wird dieses Land und die gesamte kommunale Familie nicht nur in einem Stillstand bleiben. Also wir haben jetzt nicht nur eine versteinerte Landesregierung als Ein-Personen-Landesregierung, sondern wir werden in einem katastrophalen Stillstand stehen bleiben. Wer also glaubt, dass mein Hinweis, wir müssen erst das Wahlrecht ordnen, dass das eine Verzögerungstaktik sei, der hat sich geschnitten. Ich sage das ganz deutlich. Wenn Sie mich emotional fragen, ob ich lieber heute oder morgen Landtagswahl habe, da sage ich lieber heute. Also, und wenn Sie von mir persönlich auch emotional wissen wollten, ich hätte große Freude, wenn dieses Volk, das Thüringer Wahlvolk, über den Ministerpräsidenten direkt entscheiden könnte und nicht Parteizentralen in Berlin, die ihr Ränkespiel machen, die bis heute nicht begriffen haben, dass der Kalte Krieg in Deutschland rum ist, dass wir im 30. Jahr der deutschen Einheit sind und dass man aufhören soll, mit diesen Feindbildern über andere ein ganzes Bundesland in Geiselhaft zu nehmen. Und am Ende, es sind die Demokratieverächter hier im Haus, die sich nur auf die Schenkel hauen und zugucken und von den Altparteien faseln. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin staatspolitisch bereit, die Verantwortung zu nehmen und ich strecke auch die Hände aus in Richtung CDU und FDP. Wir müssen in den nächsten Tagen zu einem gemeinsamen Weg kommen, damit dieses Land handlungsfähig ist, damit dieses Land auch deutschlandweit beweisen kann in einer schwierigen Situation. Wir sind in der Lage, im Parlament zu geordneten Mehrheiten zu kommen und dann können wir den Weg gemeinsam freimachen für Neuwahlen. Vielen Dank.